Gut gespielt. Jetzt kommt der Pass für Wagner. Das wäre die Möglichkeit. In der Mitte laufen Stumpf und Ibua mit. Noch immer Wagner. Guter Pass. Ibua alleine. Und Tor! Er ist der bis jetzt der erfolgreichste Schütze für Rapid, auch in der Meisterschaft. Und Samuel Ibua schießt hier in der 36. Minute, glaube ich, das 1:0, 37. Minute, das 1:0 für Rapid. Es ist in dieser Phase des Spiels ein verdientes Tor, Rapid meist überlegen. Und bedingt durch den Einsatz von René Wagner ist Ibua allein an den Ball gekommen. Aber er hat schon wieder Schmerzen offenbar in seinem verletzten linken Knie und Ibua deutet, da muss einen Wechsel geben. Hier noch einmal, herab. Wagner setzt sich durch gegen Libero Palinek. Wird jetzt attackiert von Palinek. Wird gestoßen, bringt den Ball zur Mitte. Ibua und vorbei am Torhüter Radim Vlasak. 1:0 für Rapid mit einem Opfer, nämlich Ibua setzt sich hier durch. Kein Offside, Ibua, die Möglichkeit noch vor Seitenwechsel. Und er scheitert an was. Schade, eine Riesenmöglichkeit für Rapid in der letzten Minute. Steiger! Noch einmal Steiger! Und das 2:0! Ich habe es nicht zu hoffen gewagt, aber der eingewechselte Peter Steiger, so wie in der Nationalmannschaft, tritt als Torschütze in Erscheinung. 2:0 in der 47. Minute durch Peter Steiger. Ja, da kann jetzt Rapid mit viel, viel Selbstvertrauen in die Pause und in die zweite Spielhälfte gehen. Es war eine hervorragende Aktion aus dem Mittelfeld eingeleitet durch Herav. Ibua hatte die erste Möglichkeit. Die Brünner bringen den Ball nicht weg. Zubek macht hier den Fehler. Herav ist wieder da. Spielt auf für Stöger. Wunderschön in die Gasse gespielt. Vlasak wehrt kurz ab und im Nachsetzen Peter Stöger. Rapid führt durch Tore von Ibua und Peter Stöger. Man muss fast sagen, sensationell klar hier mit 2:0 gegen Bobby Brünn. Bravo Peter, ich vergönn's ihm. Der braucht Selbstvertrauen und es wäre auch gut, wenn er das behalten könnte bis zu seinem Einsatz, wenn ein Herbert Holt im Team. Jetzt gleich hinunter zu den ersten Interviews zu Andi Felber. Andi Herav, zuerst einmal Gratulation, dass er 2:0... Kostale wird nicht attackiert. Kostale und Tor unter dem Bauch von Hiel. Ei. Spielmacher Kostale im Mittelfeld nicht attackiert. Doppelpass und Hedel muss sich geschlagen geben. 53. Minute, es schlägt bei Rapid ein. Hier noch einmal, Doppelpass von Dostalek. Da passt die Rapid-Abwehr nicht auf. Fehler hier auch von Freund. Und unter Hedel befördert der beste Spieler von Bobby Brünn den Ball ins Netz. Jetzt wird es kritisch für Rapid, wenn man das Gesamtresultat betrachtet. Hier noch einmal aus der Torkameraperspektive. Unter dem Bauch von Hedel. 2:1. Rapid hat sich. Drittes Tor wäre jetzt ganz, ganz wichtig. Für dieses Spiel, natürlich für die Ausgangsposition zum Rückspiel. Stöger. Ibua! Und Tor! 3:1 für Rapid. Ibua geht zu den Fans, um zu jubeln. 62. Minute, das 3:1, das man den Rapidern jetzt gewünscht hat, ist gefallen. Ich hoffe, es geht heute noch den Tirolern ähnlich gut und morgen auch Wüstenrot Salzburg, auch gegen eine Mannschaft aus Tschechien, macht das sehr, sehr schön. Schauen wir noch einmal. Einsatz von Hera vorbildlich und das zweite Europacup-Tor in diesem Spiel von Samuel Ibua. Der Kauf dieses Stürmers hat sich für Rapid schon lange bezahlt gemacht. Torschütze, die Nummer 18.
Hengsa setzt sich hier gegen Krivanek durch. Rechts ist Herder frei. Achtung, hinter dir. Stöger. Gut gemacht für Prosenek. Vorteil. Schuss. Und Tor! Jawohl! Das ist die super Ausgangssituation. Ein schöner Konter von Rapid. Hengsa hat sich durchgesetzt. Dann Fass in die Tiefe. Stöger hat den Weg freigemacht für Christian Prosenek. Und das 4:1. 79. Minute. Das müsste reichen für das Rückspiel. Super Auftakt für die österreichischen Mannschaften im Europapokal. Hier im UEFA-Pokal in der ersten Runde. Im ersten Spiel Rapid gegen Bobby Brünn. Christian Prosenek. 4:1. Hoffentlich schauen die Tiroler und die Salzburger jetzt ein bisschen zu. Und Sturm Graz, die ja in 14 Tagen oder 4 Wochen drankommen. Und Stumpf, 5:1, Unachtsamkeit in der Brünner Abwehr. Wer hätte das gedacht? 5:1, ein Kantersieg von Rapid in der 80. Minute. Flanke von links von Marek Benksa, der beide Treffer eingeleitet hat. Also der Tausch hat sich für Ernst Okubil bezahlt gemacht. Und Christian Stumpf hat das Versprechen, das er uns gegeben hat, eingelöst. Er hat hier ein Tor erzielt. Auch die Aufstellung damit gerechtfertigt, mit drei Spitzen zu spielen. Zwei vorne, Wagner und Stumpf, die begonnen haben. Dann Ipua und Stumpf und zurückgezogen. Zuerst Ipua und dann Peter Stöger. Hier noch einmal. Fehler in der Abwehr. Stumpf völlig allein. Und er schlägt den jungen Torhüter Radim Vlasak zum 5:1. Das lange Zeit ein sehr gutes Zweikampfverhalten gezeigt hat, aber dann doch phasenweise die Übersicht verloren hat. Herausragend nur Spielmacher, der auch das einzige Tor geschossen hat, Richard Dostalek. Peter Stöger, sein zweites Tor. Jawohl! 6:1! 6:1, knapp 5 Minuten vor Schluss. Es müsste die 86. Minute sein. Damit hat sich Rapid natürlich fast eine ganz sichere Ausgangssituation besorgt. 6:1, zweites Tor des eingewechselten Peter Stöger. Hier der Pass von Benksa. Kein Offside, nimmt den Ball mit dem Ferscherl mit. Wie schön, dass man beidbeinig ist und mit links 6:1. Bravo, Peter Stöger. Liebe Fußballfreunde,